Leute, schaut euch bitte einmal dieses Cover an. Schon allein dieses Cover ist so gut. Also wir haben hier einmal fett diesen Titel Carrie, der schon, wo schon so dieses Teuflische mitschwingt, einfach dieses Apokalyptische. Aber gut, es ist natürlich nur aus unserer heutigen Sicht, weil wir wissen, wofür Carrie steht, was in Carrie sozusagen passiert. Und dann haben wir dieses komplette Bild, wo diese Straße ist mit diesem düsteren Haus am Ende und dieses Mädchen dabei ist eindeutig Carrie, aber alles ist so in Rot und Schwarz gehalten, so rot für dieses Blut, was überall ist, was überall hinströmt, und Rot-Schwarz ist ja so dieses vollkommen apokalyptische. Damn it, Alter, ich habe dieses Cover gesehen und war so, ich bin sowas von into it und ich werde dieses Buch hier nochmal lesen. Denn ja, ich habe das Buch 2020 schon gelesen, damals als E-Book, und jetzt heute habe ich mir, also letztens habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich das Ganze mal auf jeden Fall noch als Buch in Papier, um das hier zu meiner Sammlung dazuzustellen. Und wollte es eigentlich gar nicht nochmal lesen, weil ich habe gedacht, ich habe es ja schon mal gelesen, hat jetzt nicht mehr viel im Kopf, aber trotzdem, ja, aber ich habe es nochmal gelesen, einfach nur, ich habe dieses Cover gesehen und war so, ich werde es nochmal lesen. Und was ich davon gehalten habe, darum geht es in diesem Video. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade auf diesem Kanal hier sämtliches rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich habe es gerade schon erwähnt, dieses Cover, ich finde es so gut und ich finde dieses Thema nochmal so gut. Ich bin in letzter Zeit, muss ich sagen, ein bisschen Stephen King eingeschlafen. So, das ist ganz witzig, weil das letzte Buch, was ich von ihm ganz gelesen habe, war Schlaflos und das war echt zum Einschlafen. Und dann habe ich Der Talisman gelesen, beziehungsweise angefangen bis Seite 150 oder so, bis ich gesagt habe, das muss ich mir echt nicht antun. Mag sein, dass das noch besser wird, aber ich habe einfach bei Schlaflos beschlossen, da war es auch blöd, dass ich mich durch 800, 900 Seiten durchgequält habe, bis es wirklich irgendwie spannend wurde oder so. Und das muss ich mir jetzt nicht mehr antun. Und deswegen habe ich gesagt, Carrie ist nochmal was ganz anderes, weil Carrie ist sich darüber bewusst, dass die Story eigentlich gar nicht mal so eine ausführliche Story ist. So, es muss gar nicht so lang sein. Und das ganze Buch hat nur 300 Seiten, was, glaube ich, echt eins der kürzesten Stephen King Bücher überhaupt ist, wenn man mal auch bedenkt, dass man hier auch bei Stephen King mal gerne 1500 Seiten und 1700 Seiten Bücher kennt. Und dieses Buch hier hat eben nur 300 Seiten. Und das ist genau richtig so. Wenn der dieses Buch hier länger gemacht hätte, das hätte das ganze Buch kaputt gemacht, so wie er es zum Beispiel Schlaflos gemacht hätte. Wenn Schlaflos nur 300 Seiten gehabt hätte, wäre Schlaflos wahrscheinlich ein deutlich besseres Buch gewesen. Aber hier hat er es genau richtig gemacht. Im Grunde geht es eigentlich in der ersten Hälfte einmal nur darum, zu zeigen, dass Carrie ein echt bemitleidenswertes Mädchen ist. Also heilige Scheiße, wenn du denkst, du wurdest mal ein bisschen blöd angemacht in der Schule oder so, wow, was die erlebt, das ist schon ganz schön crazy. Und das ist ja nicht nur in der Schule, das ist ja auch zu Hause, dass sie diese religiös-fanatische Mutter hat, wo man sich denkt, ach du Scheiße, mit so einer Mutter willst du doch echt nicht gestraft sein. So. Und das Tragische ist ja, es ist ja ihre Mutter, es ist ja ihre Mutter. Aus meiner Perspektive ist es nur so ihre, also es ist eine fremde Mutter, so, aber aus ihrer Sicht ist es ihre Mutter, also liebt sie ja ihre Mutter trotzdem, obwohl sie sie auch scheiße findet. Und boah, das ist so, also da hatte ich teilweise wirklich Tränen in den Augen, weil du dir denkst, oh mein Gott, dieses Mädchen ist ja wirklich einfach nur gestraft. Egal in welcher Situation, erlebt es Scheiße und eigentlich möchte es einfach nur glücklich sein. Eigentlich möchte es einfach nur von dem Jungen zum Ball eingeladen werden und mit dem hinterher noch ein Bierchen trinken gehen, um rechtzeitig noch zu Hause zu sein, um Mama glücklich zu machen. Oh, Honey. Wirklich. Das Ganze beginnt dann, wie sie eben in der Mädchendusche nach dem Turnunterricht ist und ihre erste Periode kriegt und gar nicht weiß, was da abgeht. Sie ist 16 Jahre alt, hat das noch nie in ihrem Leben gehabt und sie denkt jetzt, ach du Scheiße, ich verblute hier. Und die ganzen anderen Mädchen gnadenlos lachen sie aus, beleidigen sie, werfen mit Hygieneartikeln nach ihr und machen sie halt vollkommen fertig, während sie da steht und denkt, sie verblutet. Und das ist halt schon ganz schön krass und mit dem beginnt alles sozusagen, weil dann eine der Mitschülerinnen vom Ball ausgeschlossen wird, weil sie nicht zur Strafarbeit erschienen ist und sie gibt natürlich Carrie die Schuld und will sich rächen und die ist schon echt ganz schön psycho, die ist nicht einfach nur eine fiese Mobberin, die ist halt ganz schön psycho und so kulminiert es halt am Ende alles in diesem zweiten Teil, wo es dann eben um die Ballnacht geht.
in der Vorbereitung dazu denkt sich noch Sue Snell, die ja auch dabei war, wie sie sich über Carrie lustig gemacht hat. Aber sie ist halt im Gegensatz zu den anderen ein bisschen reumütig und denkt sich, oh Mann, wir haben das, das war echt nicht so cool von uns. Und sie will das irgendwie wieder gut machen und sagt zu ihrem Freund, hey, es wäre doch voll schön, wenn du zu Carrie gehst und sie fragst, ob sie mit dir zum Ball gehen will. Da wird sie sich doch safe total freuen und das wird der schönste Abend in ihrem Leben sein und wir machen ihr damit diese Freude. Und man denkt sich schon so, oh, das ist so lieb gemeint und sie will eigentlich nur diesem Mädchen wirklich einen schönen Abend bereiten. Und dann hast du ja auch diese Buchausschnitte aus Mein Name ist Sue Snell, wo sie dann auch selber sagt, ich hoffe einfach nur, dass sie einen schönen Abend hatte, bis es scheiße geworden ist. Ich hoffe einfach, dass sie einen schönen Abend hatte. Und das war so schön zu lesen, wie sie tatsächlich einfach diesen schönen Abend hatte. So für so eine Stunde vielleicht oder zwei Stunden, ich weiß jetzt nicht, war es einfach alles perfekt in ihrem Leben. Sie wurde von diesem tollen Jungen gefragt, ob sie mit ihm zum Ball gehen will und ja, sie wollte und dann waren sie da und irgendwie war alles schön und die Leute waren auch gar nicht mal so übel und waren eigentlich ganz nett zu ihr und sie war einfach dieses kleine süße Mädchen, was sich gefreut hat, auf diesem Ball zu sein und dass eigentlich mal einfach alles nicht scheiße ist. Es war gar nicht was Besonderes, es war einfach nur alles mal nicht scheiße so. Und dann steht sie da auf dem Podium, sie wurde sogar zur Königin und König mit diesem Jungen gewählt und dieses Schweineblut bricht auf sie runter und sie merkt nochmal, fuck, alles war nur Show. Alles hat nur darauf hingeführt, dass ich hier noch einmal auf großer Bühne vor allen Leuten voll verarscht werde. Also das denkt sie natürlich nur, weil nicht alle Leute sie hier verarschen wollten. Das war ja eigentlich nur Chris und ihr Freund, die dieses Schweineblut da über sie geschüttet haben. Und nur die beiden haben alles ruiniert, alles kaputt gemacht. Und das ist so tragisch. Es ist so fucking tragisch, weil du, oh, mir fehlen da die Worte. Ich habe noch nie so sehr mit einer Figur in einem Buch gelitten, weil es so tragisch war. Und dann habe ich mir zwischendurch mal gedacht, in anderen Geschichten oder so würde man sich vielleicht jetzt ein bisschen denken, ja, okay, ihr wurde schon übel mitgespielt, aber hey, was sie jetzt macht, hier die Apokalypse herbeiführen und alles in Brand stecken und diese ganzen hunderte Menschen kommen ums Leben, die ganze Stadt ist zerstört, also es ist wirklich Apokalypse, es ist wirklich eine Katastrophe, was da passiert. Normal würde man jetzt vielleicht sagen so, ja, ihr wurde im Übel mitgespielt, aber das, was sie gemacht hat, ist trotzdem nicht okay so. Aber das ist genau der Punkt. Sie hat nicht irgendwie, also schon irgendwie so ein bisschen beschlossen, das Ganze zu tun, aber es wird ja so dargestellt, diese Telekinese, es bricht halt einfach aus ihr hervor und natürlich hat sie das Ganze so ein bisschen auch trainiert. Sie hat auch schon sich so darauf vorbereitet für den Fall, dass sie sich rausstellt, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur verarscht wird. Hat sie sich darauf vorbereitet und gesagt so, hey, ich übe jetzt hier schon mal ein bisschen meine Schränke hochzuheben, so für den Fall, dass ich mal mich wehren muss und alles rauslassen muss. Und dann ist es schon auch so ein bisschen rachemäßig, dass sie sagt so, hey, mein ist die Rache und sie steht außerhalb der Turnhalle und lächelt, während sie diese Türen mit ihrer Telekinese zuhält und alle Leute darin einsperrt und sie lächelt bei dem Gedanken, dass sie sich jetzt rächt bei allen. Aber trotzdem, auch wenn ich kein Fan von Rachegedanken so bin, ich denke mir immer, Rache ist eigentlich ein total dummes Konzept, das ist völlig schwachsinnig, aber das ist halt auch nur mein rationaler Gedanke. So, ich weiß nicht, wie ich handeln würde, wenn mir mal wirklich krass übel mitgespielt wird und ich mal wirklich so hart verarscht werde, wie sich irgendwie eben Carrie in diesem Fall verarscht gefühlt hat. Und sie hat diese Macht und aus großer Macht folgt immer große Verantwortung. Aber wie soll sie mit großer Verantwortung umgehen? Wie? Das hat sie nie gelernt. Also ihr wurde immer nur ihr ganzes Leben lang übel mitgespielt. Schon aus dem Elternhaus wurde ihr übel mitgespielt. Und wie, also ihre Mutter predigt ja auch immer von Bestrafung und Rache und sowas. Also das hat sie so gelernt. Und sie hat gelernt, hey, das sind keine verurteilenswerten Werte. Und ihr wurde immer nur übel mitgespielt. Also mein ist die Rache. So. Und das ist schon tragisch. Und das Krasseste ist halt, dieses Buch geht absolut nicht gut aus. Dieses Buch hat sowas von kein Happy End. Dieses Buch hat ein Unhappy End im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganze Stadt ist ruiniert.
Carrie ist tot. Sie hat ihre Mutter umgebracht, was, by the way, eine krasse Szene war. Sie geht zu ihrer Mutter und man denkt sich noch so ein bisschen, jetzt heult sie sich bei ihrer Mutter aus und sagt, hey, du hattest recht. Aber nein, sie sagt, Mama, ich gebe jetzt dir ein Geschenk, ich tue dir einen großen Gefallen. Und dann sagt sie, es ist immer leichter, wenn ich mir es bildlich vorstelle und ich sehe dein Herz, wie es pumpt. Und es pumpt ein bisschen langsamer und langsamer und langsamer und langsamer, bis sie tatsächlich mit ihrer Telekinese dafür sorgt, dass das Herz ihrer Mutter stehen bleibt und sie tot ist. Wow, Alter, das ist so krank. Wow. Und dann ist sie trotzdem traurig, dass jetzt ihre Mutter tot ist. Und sie wirft es Sue eigentlich am Ende noch vor, die ihr dann am Ende erklärt, hey, wir haben gar nichts Böses im Schilde geführt. Und sie sagt, warum konntest du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wegen dir musste ich meine Mutter töten. Oder wegen dir habe ich meine Mutter getötet. Und dann stirbt Carrie. Und ach du Scheiße. Diese Mutter ist so krank. Diese Mutter hat so übel ihr mitgespielt. Und Carrie hat am Ende es geschafft, sich gegen sie zu wehren. Und sie hat sie sogar getötet. Und trotzdem ist es halt ihre Mutter. Und sie will eigentlich nur zu ihrer Mutter und sagt, ich will zu meiner Mama, ich will zu meiner Mama, aber ich kann nicht zu meiner Mama. Du hast dafür gesorgt, dass ich meine Mutter getötet habe. Ach du fucking Scheiße. Oh Leute, hey, ich laber hier schon viel zu lange und ihr merkt es schon, ich fand dieses Buch echt intensiv und ich fand es krass intensiv. Ich habe das innerhalb von 2 Tagen durchgelesen und ich habe es, glaube ich, nur deswegen nicht durchgelesen in einem Zug, weil halt zwischendurch ich mal zu einem Treffen musste und dann nicht weiterlesen konnte. Aber Leute, dieses Buch war intensiv und was ich auch noch so gut fand, waren diese Buchausschnitte zwischendurch. Ich weiß noch, als ich damals dieses Buch gelesen habe, 2020, so, ich glaube, das war im ersten Corona-Lockdown, das ist noch gar nicht so lang her, aber es fühlt sich ewig lang her. Ich wusste echt so vieles nicht mehr und ich weiß aber noch, dass ich das mit den Zeitungsartikeln und diesen Buchausschnitten erst am Ende gecheckt habe. Ich kann das heute gar nicht mehr begreifen. Ich habe das als E-Book damals gelesen und ich glaube, da war ein bisschen die Formatierung schuld. Ich habe das nicht kapiert. Ich habe mich immer gefragt, hä, warte mal, jetzt sind wir hier in der Geschichte und jetzt wird so getan, als wäre irgendwas passiert, was doch eigentlich gar nicht passiert ist. Aber ich finde es eigentlich ein super geiles Foreshadowing-Mittel. Also das ist so krass gut gemacht. Du hast ja eigentlich eine relativ lange Einführung. Die erste Hälfte, also 150 Seiten, sind ja erstmal nur so diese Beschreibung, wie bemitleidenswert Carrie ist. Und damit das nicht langweilig ist, bringt Stephen King immer wieder diese kleinen Buchausschnitte rein, in denen schon so gesagt wird, diese katastrophale, apokalyptische Ballnacht hat die ganze Stadt zerstört und wir analysieren hier diese telekinetischen Fähigkeiten von Carrie und ob das öfters noch vorkommen kann oder ob das ein Einzelfall ist und wie diese Telekinese zustande kommt und was das bedeutet und so. Aber alles entsteht halt nur daraus, dass diese apokalyptische, schwarze Ballnacht passiert ist und man weiß halt von Anfang an, was da passiert und das ist eigentlich so krass, weil man könnte jetzt meinen, das ist ja eigentlich ein Spoiler, dass man das weiß, dass da diese krasse apokalyptische Ballnacht ist. So, aber nein, ist es nicht. Das ist ein geniales Foreshadowing einfach nur. Man weiß es, aber das macht das Ganze nicht kaputt, sondern es macht das Ganze spannender. Und das ist eigentlich was Stephen King ganz oft macht. Das ist mir schon oft aufgefallen, dass Stephen King oft so dieses Dinge vorwegnimmt, die man eigentlich erst später erfahren sollte, was das Ganze aber nicht kaputt macht, sondern das Ganze eben spannender macht. So, man erfährt über irgendwas über eine Figur und dann schreibt er sowas wie, die Figur sollte nur noch 73 Stunden zu leben haben. Und man denkt sich, oh shit, er würde 73 Stunden sterben. Und das ist eigentlich sowas Cooles. Stephen King zeigt, dass Spoiler nicht immer gleich Spoiler sind. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das hat er mit diesen Zeitungsartikeln hier zwischendrin super gut gezeigt. Und gleichzeitig war das auch noch ein zweiter genialer Schachzug, weil man da aus diesem übernatürlichen Telekinese-Ding was Natürliches gemacht hat. Da wurden Bücher drüber geschrieben und worüber Bücher geschrieben werden, das muss real sein, also Sachbücher, keine fiktiven Bücher, sind reale Bücher, aus als der Schrecken explodierte. Und dann werden Wissenschaftler hier herangezogen, die darüber Studien geführt haben, wie Telekinese entstehen kann und was sie anrichten kann. Also Studien hier und sowas, das
das muss real sein. Und das ist super geil, weil du dir plötzlich denkst, hey, warte mal, vielleicht kann es ja wirklich Telekinese geben. So, meine Güte, wie krass ist das denn? Das ist so cool. Und das kann Stephen King halt auch total gut, dass er übernatürliche Dinge nimmt und sie plötzlich real macht. Und dass man wirklich denkt, das ist was Reales, was ein wirkliches Phänomen. Und erst am Ende musst du denken, warte mal, aber dann ist so, hä, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass es die Telekinese wirklich gibt. So ist voll der Schwachsinn. Oh, wirklich, also ich muss sagen, es ist so krass, dass ich dieses Buch nicht so gut in Erinnerung hatte vom letzten Mal, weil ich es echt, also ich fand es schon ganz okay damals, aber auch nicht so krass überwältigend. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, woran es lag. Ich konnte mich jetzt, als ich es gelesen habe, an echt vieles nicht mehr erinnern. Aber meine Fresse, dieses Buch war echt krass und ich bin gerade überhaupt überrascht, dass ich so viel darüber reden konnte, weil ich mir am Anfang noch gedacht habe, ja, jetzt rede ich halt 5 Minuten mal über dieses Buch, sag mal kurz, was ich dazu davon halte, so. Und jetzt habe ich hier über 1/4 Stunde darüber gelabert und einfach geschwärmt und das ist eigentlich bin ich ein schlechter Mensch, weil das so ein tragisches Buch ist, es ist so wirklich tragisch und ich ergötze mich so daran. Oh Mann. Aber was sagt das eigentlich über uns Menschen aus, dass wir so tragische Geschichten, so brutale Geschichten, dass wir die irgendwie mögen? Was hat das eigentlich zu bedeuten? Das würde mich mal interessieren. Okay, ich will jetzt gar nicht mehr länger rumlabern. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob ich das eurer Meinung gerade völlig overhype oder ob ihr genau meiner Meinung seid oder was auch immer. Würde mich interessieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Kakao.